Die wildesten Sachen haben wir schon auf eBay bestellt. Wir hatten schon Wurst und andere Sachen und Schnitzel und Lebewesen. Ich wurde jetzt aber genötigt, Geschenkkörbe zu testen von eBay. Und da schaue ich natürlich direkt mal rein. Falls ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da. Weil bei 2 Millionen Abonnenten dieses Jahr kriege ich den Gaming-Kanal von Julian Bam. Wollt ihr das nicht, dass Ju auch einmal einem geliebten Menschen einen Kanal schenkt? Ich habe hier welche bekommen, weil das Ninas wirklich sehnlichster Wunsch war. Unter anderem habe ich hier ein Ostpaket, unterschätze niemals einen alten Mann, DDR 17 Artikel Ostprodukte aus dem Osten zu bestellen. 38,94 Euro kostet das Ganze. Das ideale Geschenk für die Liebsten oder den Kollegen mit dem richtigen Spruch drauf wird sie zum neuen Lieblingsstück ihrer Mitmenschen. Alle Farben sind realistisch, lebhaft und brillant glänzend. Die weiße Keramiktasse wird dabei mittels langlebigen Sublimationen Druckverfahren bedruckt. Ist ein bisschen alles hochgestochen, damit man es so geil verkaufen kann. Von dem Bild kann ich schon erahnen, russisch Brot, rote Grütze, Flintchen, weiß ich nicht, dann eine Tasse mit unterschätze niemals einen alten Mann, der in der DDR aufgewachsen ist. Das ist eine Tasse, die wir hier wirklich dringend brauchen. Wir schauen mal kurz in Geschenkkorb Nummer 2. Wir haben hier den perfekten Korb beim Muttertag. Klar, ihr habt's vergessen, was macht ihr hier für 30 bis 55 Euro, je nachdem welchen Korb man nimmt, und zwar mit dem Präsentkorb gefüllt, Frauenrosa Geburtstag, Danke Frauentag, Muttertag Geschenk. Hier sind einige Sachen dabei, die wirklich die Mutter anschreien, dass man sie liebt. Zum Beispiel von Granini irgendwelche kleinen Sachen. Ketchup augenscheinlich hier in dieser Ecke. Warum ist hier eine Soße dabei? Es ist schrecklich. Es ist auf jeden Fall was liebevoll verpacktes und immer wieder ein bisschen anders. Und im Zweifelsfall kann man sich ja auch noch eine 30 reinlegen lassen und dahinter entdecke ich schon Yum-Yum-Nudeln. Schauen wir kurz mal in die Beschreibung. Liebevoll gestalteter Präsentkorb für Frauen, alles farblich in rosa. Das ist ja auch typisch weiblich, ne? Rosa. Das Bild ist ein Beispielbild. Jeder Korb ist ein Unikat, steht hier auch drin. Da bin ich gespannt. Das werde ich mal testen. Ihr habt die Bilder jetzt ja auch gesehen. Nächster Korb. Das Ding ist an Wildheit nicht mehr zu überbieten, denn wir haben hier von einer Sabine wohl einen 50-Euro-Geschenkkorb. Ihr merkt schon, wir sind über 100 Euro jetzt gekommen. Wir haben hier einen Geschenkkorb, Präsentkorb, gefüllt mit süßen Leckereien und individuell bestückt. Oh Gott, der Stuhl ist hier fast umgebrochen. Wir haben hier so wunderbare Sachen wie eine Salami. Sowas haben wir hier kaum im Büro. Wir haben andere tolle Sachen. Hier steht Virginia oder Vagina. Eins von beiden steht da drauf. Chocolate Latte, Mirabellenaufstrich, ein Danke, exklusiver Kaffee. Es ist wirklich eine wilde Überraschungsreise. Es sieht wunderbar aus. Ich bin gespannt, wie unser Korb aussieht. Ich freue mich wirklich. Ein süßes Geschenk, individuell zusammengestellt. Entsprechend des Bestellwerts suchen wir Süßigkeiten aus und machen ihnen dann ein individuelles Geschenk. Jedes Geschenk ist ein Unikat. Auch wieder, die Fotos sind Beispielfotos. Ich bin bereit und ich würde sagen, let's bestell und dann gucken wir mal rein in die Körbe. Die Geschenkkörbe sind angekommen. Es ist ein wildes Durcheinander, was ihr jetzt erleben werdet. Ich laber nicht, ich mache direkt auf. Das hier ist der selbstgemachte, glaube ich, gewesen. Wir haben hier, ich glaube, Kunst-Efeu? Moos heißt das, nicht Efeu. Aber es sieht erstmal vom Look. Ihr könnt gerne bewerten den Look. Ich sage, vom Look her ist der bei mir eine süße 4 von 5. Ich finde den ganz cute. Auch wenn wir gottlos viel Geld hierfür ausgegeben haben, wird es jetzt begeistern. Es ist immer dieses Plastik, wo so 400 Babyschildkröten sterben, wenn man es öffnet. Zum ersten Mal kann ich den wohllieblichen Duft riechen des Korbes. So, was haben wir hier? Wir haben einmal einen Sekko. Der ist mit Heißklebepistole unten an dem Papier befestigt worden. Das finde ich jetzt schon mal scheiße, bin ich ganz ehrlich. Kann dir sagen, warum. Ich finde es blöd, weil das bleibt ja. Das sieht ja voll ekelhaft aus. Weißt du, das ist ja nur so schön fürs Übergeben und dann ganz schnell weg. Und dazu ist dann hier noch ein bisschen was ausgelaufen. Beziehungsweise vielleicht auch da vorne drauf gemacht worden für was anderes, was jetzt auch noch dran klebt. Oh, es hängt sogar so weit darunter, dass diese ganze Flasche krumm steht. Oh mein Gott, die ganzen Sachen sind angeklebt. Ist das dein Ernst? Tassen. Smilies. Ich glaube, Smiley wollten die schreiben, aber ein Smiley schreibt man doch nicht S-M-I-L-Y-S. Smilies. Als nächstes, das ist alles angeklebt, Spiel der Aromen, Jackfrucht aus Wildsammlung schonend getrocknet. Jackfrucht, ein toller Ersatz für Fleisch. Haben wir schon für Döner und viele andere Sachen, Pulled Pork und sowas auch verwendet. Das klappt immer ganz gut. Das kann nicht dein Ernst. Jetzt fand ich eine Tüte. Kann ich eine Tüte von den Dingern hier ranmachen? Waldmeister Sahne Trüffel? Ach, ich dachte, das ist Waldmeister mit Trüffelgeschmack. Boah, ich hätte gekotzt, Alter. Aber das sind kleine Trüffel. Junge, es ist sogar gefühlt getackert. Und was hängt hier noch dran? Soft Amaretti Gebäck. Vanille Sorbet. Oh,
Schokolierte Erdbeeren Premium-Qualität. Dinger Bienchen, Frühlingsblüte. Anscheinend selbst hergestellter Honig von irgendeiner Imkerei. Oh, und hier unten ist noch was. Weicher Nougat mit Erdbeerzubereitung. So ein 165 Gramm Stück von so einem Erdbeeren-Nougat. Lecker! Das ist der Inhalt. Lass mich mal ganz kurz aufräumen. Machen wir jetzt gleich den punktierten Test. Das heißt, wir nehmen uns drei Sachen vor, die man hier auf jeden Fall probieren muss. Vielleicht manchmal den einen oder anderen. Ja, da ist die Verpackung auch schon auf, weil das so feste da dran geklebt hat. Vielleicht den einen oder anderen Bonus. Saufen muss ich heute nicht. Das ist auch einfach nur ein fertiger Sekt. Dementsprechend tun wir schon mal weg. Ich gehe mal für die Vanillesorbet-Kügelchen. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber es interessiert mich wirklich brennend. Das Ding ist, es sind so Kugeln, aber es bewegt sich nichts. Ich weiß warum. Ich habe mir mit meinem Daumen reingestochen, weil das so festklebt. Das geht nicht ab. Ich weiß nicht, ob ich das essen will. Bis wann ist denn Verfallsdatum? 25.12. dieses Jahr noch. Also die sollten noch gut sein. Das scheint wohl geschmolzen zu sein aufgrund der Hitze. Ja, lassen wir erstmal kurz zur Seite. Das bewerte ich dann mal nicht. Natürlich nehmen wir unser großes Nougat-Erdbeerstück. Das muss ja mega geil schmecken. Ich bin ja Nougat-Fan. Ein bisschen verpackt wie so ein Onigiri-Ding, ey. Kommt direkt wieder Onigirika. Hallo, kann ich hier reinbeißen? Das riecht ganz schön widerlich. Wie so eine richtig künstliche Erdbeere. Let's try. Hey Gott, hab Gnade, ne? Wer sich sowas reinpfeift, ihr habt echt ein Problem. Es schmeckt einfach wie ganz viel künstliche Erdbeere in eine Substanz gepresst. Geschmacklich das hier eine 1 von 5. Wir gehen mal in das nächstbeste. Das sind wohl die Trüffel. Das ist alles zugeklebt. Ich krieg's nicht auf. Es sind wirklich Waldmeistersachen. Es ist ja so widerlich. Oh mein Gott. Oder die haben Schimmel angesetzt und deswegen sind die grün. Das kann ich nicht beschreiben. Das darf ich nicht im Internet sagen, glaube ich. Bleiben wir auch noch mal bei einer 1 von 5. Und als letztes nehme ich jetzt hier diese sehr großen, auffälligen Bonbons. Das ist nämlich ein Amaretti-Gebäck mit Pistazie. Ist vielleicht drin welche? Nee. Mhm. Das Beste, weil das schmeckt einfach nur durchschnittlich. Bleiben wir mal geschmacklich bei dem Korb bei vielleicht einer sehr positiv gemeinten 1,8. Ansonsten finde ich die Zusammenstellung hier ganz spannend. Was soll ich mit einer Jackfruit? Die Dinger, da traue ich mich nicht mal dran, weil die Smilies heißen. Ja, und begeben wir uns doch mal in die Wagnisse des zweiten Korbs. Herzlich willkommen bei unserer, was waren das? Die Muttertagsgeschichte, höchstwahrscheinlich, ne? Wenn es mal irgendwie schnell gehen muss. Da freut sich die Mama doch. Lookmäßig ist fast schon eine 5 von 5, weil es einfach wild pink aussieht. Das hat so ein Muster, das finde ich gut. Gucken wir mal kurz hier drüber. Ah, okay, es ist mit Tesafilm festgemacht. Tesafilm war trotzdem viel angenehmer. Was ist das hier, ein Durex? Ach so, straffende Antifalten-Tagescreme mit Arganöl und Marinem-Kollagen. Für die Bedürfnisse reifer Haut. Für dich, Lulu. Süß Popcorn. Kommt direkt aus Frankfurt vom Hauptbahnhof. Himbeer Grazio. Das ist auf jeden Fall was für Annika. Sehe ich schon am Flaschendesign. Waldfruchtgeschmack-Teegetränk. Ganz komische Zusammenstellung. Du hast so eine Popcorn, was so eigentlich qualitymäßig so bio, eigentlich ganz fancy ist, wenn Popcorn immer so andere Geschmacksrichtungen hat als Salz. Oder Süß. Nee, ist ja eigentlich ein Basic Popcorn. Egal, hört mal Maul. Cranberry Cookies. Auch mal für den gesunden Snack zwischendurch. Boah, ganz schön viel Sekt, ne? Secco Rosato. Ein Rosé-Sekt. Ein Pico. Löhnchen. Da freut man sich doch. Natürlich, neben dem anderen Sekt, den wir schon haben, dann haben wir noch einen Erdbeer. Holla die Waldfrucht. Heißt wirklich so. Tut mir auch leid. Ganz komische Zusammenstellung ab irgendeinem Punkt, ne? Schokorosinen liebe ich ja, ne? Zuckerwatte. Marmelade. Was haben wir hier? Zigaretten. Oh, nee. Oh, es ist aufgegangen. Dextro Energies mit einer kleinen Blume, die aber irgendwie leider durch das Tesafilm aufgerissen wurden. Nochmal hier Doppelkekse Mini, auch mit Kirschgeschmack für die reife Haut. Floral Paradise, ein bisschen Duschgel, super. Alter, es hört nicht auf, es ist riesig. Dann dazu das, was wir immer alle brauchen, eine Currysoße mit Chicken Nuggets drauf. Fruchtig, exotisch. Ein Berliner Kindle. Habe ich letztens das erste Mal getrunken. Kennst du? Nee. Das ist hier weiße Himbeere. Weiße Schankbier und 1% Getränke-Sirup mit Himbeergeschmack. Scheußlich hat das geschmeckt. Eine Jogurette, fuck ja, ey. Irgendwelche Bonbons aus Frankreich. Joghurt-Erdbeerriegel, auch geil. Joghurt-Erdbeer, ne, ist ja so die perverseste, beste Kombination der Welt. Jogurette, bah, Buttermilk, Lemon, ihr widerlichen Böh. Und dann kommt Badesalz, klar, noch in unsere Beauty-Spa-Ecke. Was wir alle brauchen, wenn wir schon mal eine große Wanne volllaufen lassen. Eine offene Packung Wandnudeln.
Die Dreier-Kombo, was probieren wir? Ich finde, das Zuckerwatte-Ding sieht wild aus. Da sollte man eigentlich mal rein. Ich glaube aber nicht, dass es so super exotisch ist. Das süße Popcorn macht irgendwas mit mir. Und gerade habe ich noch gesagt, ich möchte nicht saufen, aber wenn ich einen kleinen Dosensekt sehe, dann ist es um mich geschehen. Und als kleinen Bonus würde ich mal die hier Dinger dazu probieren. Das Waldfrucht-Teegetränk. Ja, Kindle muss nicht sein. Der Rest an der Auswahl ist eigentlich wild durchwachsen. Ich glaube, es ist ganz süß. Und weißt du, was das für Geschenke sind oder warum das so durcheinander ist? Es sind nämlich Lachergeschenke. Das ist sowas, du packst es aus und dann sagt man, eine Currysoße. Ach, guck mal, eine Creme. Ja, die kann man ja wirklich mal ausprobieren. Guck mal hier, mit Kollagen und so. Für reife Haut. So wird das nämlich ausgepackt, wo dann Leute so in einem Kreis immer so laut, unangenehm lachen. Zuckerwatte als erstes. 20 Gramm. Hört sich total beschissen wenig an. Das ist wirklich Endstadium Kapitalismus. Weißt du, wie das schmeckt? Wie Zuckerwatte. Kriegt von mir eine 2,5, ist genau die Mitte, schmeckt wie immer. Das sieht total edel aus. Hier steht auch hinten drauf unsere Philosophie. Und ich habe immer das Thema, wenn man Philosophie auf seine Produkte schreibt, dann muss das was Geiles sein. Wir machen Snacks, die besser sind, denn deine Ernährung liegt uns am Herzen. Bei jedem Biss kannst du auf ein natürliches Snackerlebnis aus hochwertigen Zutaten vertrauen. Ganz ohne Schnickschnack. Heimatgut aus Liebe zum Guten. Das riecht aber gut. Schmeckt genau wie im Kino. Ich mag die Verpackung, habe mich natürlich ein bisschen drüber lustig gemacht, aber ich finde es cool. Da macht sich jemand Gedanken und probiert, ein wertiges Produkt zu machen. Ich weiß natürlich kaum was über die Inhaltsstoffe. Ich habe ja nicht alles möglich durchgelesen. Ich gebe eine 3 von 5, finde ich cool. Und zu guter Letzt natürlich, immer mal wieder sollte man es parat haben, Sekko. Dazu noch, der Wertigkeit halber, ein paar Teegetränke. Hierzu macht es bitte nicht, auf gar keinen Fall zu Hause. Ich habe es zumindest in den sozialen Netzwerken beobachten können, dass das hier mit Wodka auf jeden Fall ein Thema ist bei der Jugend von heute. Also es erfüllt den Raum schon mit auf jeden Fall natürlichen Teearomen. Ein chinesischer Teeladen wäre stolz auf diesen Geruch, den wir hier gerade erleben. Oh, das Beste vom Besten, ne? Direkt zusammen. Nee, ist gut, ist lecker. Ja, ja, ist lecker. Hiervon habe ich überhaupt gar nichts geschmeckt. Es hat ein bisschen nach Waldfrucht geschmeckt. Aber alles in allem, komm, süßes Geschenk. Ich gebe 3,5 von 5. Natürlich kann man mit dem Teser verbessern, aber der Rest ist eine funny Idee und was Süßes. Und wenn es mal irgendwer selbst machen soll und es selbstgemacht aussehen soll und ihr einfach keinen Bock habt, euch für eure Mutter Mühe zu geben, ist es doch auch eine vernünftige und süße Alternative, oder? Dann bleibt nur noch einer. Der Kollege ist ganz schwierig. Nummer 3 ist jetzt auch angekommen. Das ist der DDR-Geschenkkorb. DDR-mäßig bin ich ja komplett raus. Ich weiß aber, dass ein paar ältere Zuschauer und Zuschauerinnen hier mal dabei sind. Ihr könnt ja gleich auf Authentizität bewerten, bitte, in den Kommentaren. Als erstes Schmalzfleisch, pikant gewürzt. Schweinefleisch, Speck, Trinkwasser, Schwarten, Nitritpökelsalz, Würze, Soja. Das sieht ja ganz, 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 ganz schlimm aus. Dieses Mal alles nicht festgeklebt. Von der Aufmachung her erstmal, ja, ist eher so eine 2 von 5, würde ich sagen. Ist ein bisschen unspektakulärer als die anderen. Wir haben einmal Classic Nougat von Viva. Sag mal die Marken mit, vielleicht sagt es euch was. Zetti, Knusperflocken, ein leckeres Heringsfilet. Nochmal von Zetti, Bambina. Sind das so diese klassischen Marken? Zetti auch nochmal. Das wurde mir hier schon bestätigt. Das ist russisches Brot. Das ist wohl ein Thema gewesen damals. Nochmal von Vikana, Waffel und Keks. Sieht ein bisschen aus wie Hanutas. Oben Waffel, unten Keks. Leipziger Original, Krügeröl, Halsbonbons, Pfefferminzbonbons. Riecht schon wie bei meinem, was ist das? Der Bruder von meiner Oma. Großonkel? Boah, ich bin so bei so Familiensachen ganz schwierig. Bei dem roch immer wie Pfefferminz und Kippen. So riecht es hier auch. Eine lustig bedruckte Tasse. Unterschätze niemals einen alten Mann, der in der DDR aufgewachsen ist. Ja, falls ich mit Terry ja mal treffe, du weißt Bescheid. Pudding von Komet. Das hat auf jeden Fall alles alte, wilde Designs, was mir so gleichzeitig Sorgen macht, weil ich weiß nicht, ob es so noch produziert wird als Gimmick oder es einfach extrem alt ist. Aber es ist noch bis nächstes Jahr hyper und das bis übernächstes. Nochmal Puddy und rote Grütze. Nur geile Sachen. Halorenkugeln? Was? Haloren? Was? Aus Deutschland ältester Schokoladenfabrik. Sahne Kakao. Die Geschichte der Haloren Schokoladenfabrik AG beginnt 1804. Leckos mio. Apfelernte. Das ist Tee. Und noch eine Sache und zwar Knusperbrot Filinchen. Das war es hiervon. Auswahltechnisch muss ich sagen, sagt mir das hier am meisten zu. Sollte ich mir Sorgen machen? I don't know. Probiermäßig, weil ich weiß, sonst flippt ihr aus. Ich mach's ja schon. Ich werde mir als kleinen Bonus dazu mal dieses Knäckebrot nehmen. Dann glaube ich, ganz spannend ist auf jeden Fall diese Bambina-Geschichte. Komm, russisch Brot kann man auch schnell dazu essen, das geht flott. Das konnte ich nicht aussprechen. Und alles andere ist nicht so interessant. Ich probiere mich mal durch. Erstmal die Halogenkugel hier. Boah, Alter, what the fuck? Das ist ja wirklich verpackt wie vor Ewigkeiten. Sowas habe ich genauso geöffnet bei meinem Opa. Das sieht ja ganz komisch aus. Und da drin ist Sahne-Kakao. Wohl eine Mischung von beiden.
Genau in der Mitte. Das ist lecker. Auch ein bisschen minzig. 3 von 5. Eine Bambina-Schokolade, einzigartige Mischung aus Butterkaramell, gerösteten Haselnusssplittern und feinster Vollmilchschokolade. Na, da bin ich dabei. Die hat ja gar nicht so zum Abtrennen. Das ist einfach nur eine große Tafel. Das sieht ja wild aus von innen. Das sieht ja aus wie ein riesiger Riegel. Schmeckt ein bisschen wie ein Kaugummi, aber auch ein bisschen nussig. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich bin verhalten. Ich gebe eine 2 von 5. Russisch Brot. Das habe ich wirklich nicht mehr seit meiner Kindheit gegessen. Ein K für Koll. Ihr geht ja jetzt auf meinen Merch-Shop bei sturmwaffe.de und kauft Merch. Ah! Das ist so weird. Ich mag es immer noch nicht. Ich finde es immer noch nicht okay. Und jetzt fürs große Finale, das Schmalzfleisch. Schauen wir mal geruchstechnisch. Ich glaube, das breitet sich hier gerade aus. Ich möchte kurz sagen, ich war es nicht. Es war das Schmalzfleisch. Ich muss mich gerade wirklich zusammenreißen, nicht zu würgen. Ey. Sagt ihr, es riecht scheiße, aber es wird gut schmecken. Am Ende ist es nichts anderes als die normale Schinkenwurst, die wir auch essen. Aber falls was passieren sollte, sage ich schon mal, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Habt ihr noch andere weitere eBay-Gegenstände, die wir mal testen sollen? Bei 2 Millionen Abonnenten dieses Jahr kriege ich den Gaming-Kanal von Julian Bam. Also lasst ein Abo da und dann passieren wilde Sachen noch dieses Jahr. Schmeckt wie sehr intensive Leberwurst. Und das schmeckt nach gar nichts. Ist eine 1 von 5. Nee. Der ganze Mundraum füllt sich mit diesem. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.